Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Scum zusammen mit Jane und Grace. Ach, schön, dass ihr da seid. Ich lasse das Auto jetzt hier stehen. Ich setze einfach sofort den Plan um vom letzten Mal, damit wir hier nicht wieder ins Staucheln kommen. Ja gut, das Problem hatten wir jetzt momentan gar nicht so schlimm, aber wir werden die Burg oben besuchen. Das war eine von den Locations. Es gibt, glaube ich, zwei von diesen Burgen. Einmal etwas südlicher noch und halt die hier im Schneegebiet. Das war eine von den Locations, die ich direkt, glaube ich, im Intro dieser Staffel erwähnt habe, habe ich Bock drauf. Ich habe den Baseballschläger mit Nägeln aufgebessert. Das kann man im Crafting-Menü ganz entspannt machen. Das etwas Unglückliche jetzt daran ist, falls ich jetzt ein cooles Schwert finde, weshalb ich da jetzt eigentlich hochlaufe, hat sich das wieder erledigt. Aber hey... Ich dachte auch, ich brauche mehr Nägel dafür, als ich da hatte für diesen Baseballschläger. Deswegen habe ich gewartet, bis ich wieder im Auto war. Und ja, ich brauchte einen Nagel. Einen. Naja. Also haben wir jetzt einen nagelbesetzten Schläger. Gibt es hier oben nicht auch einen Autospawnpunkt? Schon, ne? Also zumindest damals noch. Gab es den Parkplatz vorne vor? Ist ja eine Touri-Attraktion hier. Jetzt Ranger, 4 Reifen. Das wäre jetzt göttlich. Ich habe einen halbwegs freien Rucksack. Ich habe ein bisschen sortiert. Beziehungsweise, ich wollte mal die wichtigen Sachen, die mir wichtig sind, in meine Sporantasche hier packen. Und das sind quasi meine Panzerknacker-Utensilien. Mein Geld. Ja, gut, ich habe jetzt hier im Krankenhaushemd die Box mit den Haarklammern. Warte mal, 100% Ausdauer? Nein! Nein! Grace ist tot. Oh, ich hab noch begrüßt in ihrem Namen. Schande über mich. Okay. Das stimmt mich doch ein bisschen traurig. Oh, Grace ist tot. Oh. Naja. Für Jane ist es ja streng genommen besser, wenn Grace tot ist, aber. Oh. Wow. Jetzt habe ich den guten Pfeil natürlich irgendwo hingeschossen. Ich den wiederfinde? Wenn ich welche jetzt relativ tiefen entspannt, ob ich ihn finde oder nicht, ganz ehrlich. Hier, ich versuche mit dem Schläger. Komm her! Schlecht. Okay, ich glaube, wir müssen uns von dem guten Pfeil verabschieden. Wir haben ihn lang genug benutzt und oft genug. Schade. Oh. Trainieren wir mal ein bisschen weiter mit dem hier. Fahre natürlich trotzdem wieder mit. Die Burg sieht anders aus, als ich in Erinnerung hatte. Oder es ist halt auch einfach die andere, sind unterschiedlich designt, das kann natürlich auch sein. Ne, Nägel nehme ich mit.
Ich will mein Pfeil noch nicht aufgeben. Naja. Darum. Gilt. Oh. Da war das mein Pfeil. Ah! Haha. Nice. Teilschwert. Okay, da ist es schon. Und nicht in einem guten Zustand, aber. Ja, ich habe ein Schwert. Es lag einfach auf dem Boden. Aber jetzt muss ich die Schläge auch mal ein bisschen ausprobieren. Der fühlte sich bis jetzt. Fühlte sich bis jetzt gar nicht so schlecht an. Nice. Bleib ich bei. Habe ich jetzt hier mal ein paar mehr Puppets. Oh, eigentlich ganz nett. Auf gut, also können wir unsere Ruhmpunkte gleich ein bisschen mit optimieren. So, wir klettern natürlich in den Turm hoch, wenn es geht. Da waren, glaube ich, auf jeder Etage mal so ein paar Kisten, die man da looten konnte. Ritterhelm. Haha! Okay, ich wollte ja ein bisschen mittelalterlicher Otto sein. Mittelalterliches. Oh yeah. Blackhawk. Sporantasche. Ich habe irgendwie das Gefühl. Der recht lang ist. Ah, okay. Krieg ich aber rein. Also, theoretisch müsste ich ja auch, wenn ich so ein bisschen altmodisch unterwegs bin, auch so einen Bogen nehmen. Aber dafür finde ich das zu geil, dass wir diesen Curve-Bogen gefunden haben. Also Recurve-Bogen. Aber wir nehmen die anderen trotzdem mit. Kann man bestimmt zu Geld machen. Oh. Runter. Runter. Gut. Da lang. Weg hoch. Und nochmal in die kleinen Häuser hier gucken. So. Hier ist ja noch ein Turm. Okay. Allein das macht es vom Loot her schon wieder ein bisschen schwierig. Weil das, was ich bis jetzt gefunden habe, ist halt recht groß. Eine komplette Ritterrüstung kriegen könnte. Auch interessant. Oh! Noch ein guter Pfeil, der das Inventar verstopft, weil ich ihn ewig behalten möchte. Toll! Toilette? Nee. Das ist einfach nur die Kälte. Okay, ich hab. Das ist nicht wahr. Und den kann ich nicht alle mitnehmen.
Kann ich noch umrollen? Ja, das passt da noch rein. Ich würde jetzt erstmal versuchen wollen, noch einen weiteren Bogen mitzunehmen. Oh, sieht cool aus mit denen. Okay, dann isst doch noch mal deinen Schokokuchen. Ach, geht nicht, weil ich den Helm aufhabe? Das Spiel ist zu gut. Ich nehme dich mal in die Hände. Ich werde jetzt bitte mit Schwert kämpfen. Ich bin nicht mal, glaube ich, am Hauptteil angekommen. Meine Taschen sind voll. Ja. Aber ich habe ein Schwert. Komische Geräusche. Hey, im Übrigen, ich habe ein Schwert. Okay. Ich will hier, glaube ich, gar nicht nachdenken. Ich hätte das Auto mitnehmen sollen. Armbrustbolzen. Ich habe doch keine Armbrust. Oh. Oh, hab mal Schuhe gewechselt, immerhin. Fett. Jetzt wüsste ich gerne, was es noch an super epischen Loot geben könnte, den ich hier Oh, nee, ne? Ja, so langsam habe ich Schwierigkeiten, aber das ist doch nicht wahr. Oh. Also für all diejenigen, die mal Bock haben, Pfeil und Bogen zu spielen. Ich muss eine Kiste bauen zwischendurch. Ich werde jetzt nicht zum Auto zurücklaufen, aber ich werde jetzt eine Kiste bauen. Kurz den Ausgang finden. Ja, hier. Ich werde schauen, dass ich eine Kiste hinkriege. Unglaublich. So, Handwerk, Kiste. Truhe. Versuch's mal erstmal kurz mit einer Metalltruhe. Platz ist eigentlich das Problem. Ich leg mal kurz die Bögen hier hin. Ich guck mal kurz noch mehr Metallschrott. Ob hier eine Bleiplatte drüben war, weiß ich gerade nicht. Ach, echt jetzt?
rumspielen. Warum? Ich glaube aber, ich habe keine Werkzeugkiste. Das heißt, eigentlich kann ich es vergessen mit der guten Kiste. Oh, was ist das denn? Ich baue eine kleine Holztruhe. Zwei Bolzen, zwei Nee, kann ich richtig abbreche. Kriegt die Sachen wieder? Nein. Oh. Ich kann hier gar nicht alles mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob die Sachen hier auf die Stelle despawnen oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Heißt jetzt aber für mich, ich muss tatsächlich... Ja, jetzt habe ich die anderen mit den Nägeln schon verschwendet. Heißt für mich aber letztendlich, ich muss mit dem Auto hier hochkommen, die Sachen mitnehmen. Ah, selbst schuld. Kann auch nicht hier hochgehen und erwarten, nichts zu finden. Gut, ich habe nicht erwartet, dass ich mit 5000 Bögen zugeschmissen werde. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Na du? Wow. Hätte jetzt in dem Turm, glaube ich, noch zwei Bögen oben. War noch nicht mal ganz oben angekommen. Und hier, die Dinger geben gut Geld? Wäre ja nicht schlecht. Weiteren kriege ich hier noch rein. Hat hier nicht zwei? Habe ich wohl einen in der Hand mitgenommen. Okay, das mit den Carbonpfeilen. Jetzt schon 9 Stück habe. Das ist ja richtig geil. Ich glaube, da kann ich meine Holzpfeile mit Metallspitze ja bald mal einfach wegpacken. Brauche ich die gut noch gar nicht kaufen, wenn ich einen Stack voll kriege, so grob. Lass uns hier hoch. Carbonpfeil? Nee. Echt jetzt? Okay. Über eins der Carbonpfeile. Das ist ja fast so schade, dass ich mir die Mühe gemacht habe, neue Holzpfeile zu machen. Moment. Wir essen mal kurz ein paar Weintrauben. Wir können bald mal gut was auf die Toilette gehen. Gut. Dürfte aber auch für unsere Nährstoffe gut sein.
Und wenn ich immer den Helm abnehmen muss, um was zu essen, na, ist vielleicht schon nicht ganz so geil. Ich habe nur diesen einen einzigen Metallpfeil mit breitem Kopf. Ich glaube, den. Er hat mir echt gute Dienste geleistet, aber ich glaube, den lasse ich jetzt hier. Nee, hä? Ich kann noch. Wow! Ich hätte sie zusammenführen können. Oh, nicht noch ein Schwert. So, auf den nächsten Turm hoch für die nächsten Bögen. Ich kann nur noch einen mitnehmen und zwar in die Hand. Oder kann ich davor nochmal einen Stapel mit den Bögen machen? Ui. Läuft bei mir. Also, wenn ich jetzt noch eine fette Armbrust finde, weiß ich. Dann bin ich mir nicht sicher, was ich mache. Und. Ein rosaner Kilt. Oh. Lass den Bogen liegen, wenn ich hochkletter, ne? Pfeil mit breitem Kopf. Oh. Noch so ein Schmuckstück. Kann ich noch Schwert mitnehmen? Nö. Ach. Weil es sind 5 Stück mit breitem Kopf. Ja, doch, das kriege ich hin. Ja. Ach, ich habe den noch in den Händen. Okay. Wir gehen jetzt nochmal an den Anfang zurück und machen den Bogenstapel größer. Und gucken, ob die Sachen despawned sind oder so. Muss mich nur kurz zurecht orientieren. Hier war ich definitiv noch nicht dran. Oh. Ah. Rumpfhose. Schön. Wir können hier nicht weiter looten. Ich finde eigentlich immer nur dasselbe. Bögen, Pfeile, Bögen, noch mehr Bögen, Pfeile, Bolzen. Hm. Aber mega geil, Alter. Ich muss wissen beim Händler, was ich dafür kriege. Müssen wir halt nur mal sehen, dass ich das mit dem Auto auch hier hoch bekomme. So. Da. 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 Komm, hier ist noch ein Schwert. Nee, das. Nee, 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 nee. Das behalte ich in der Tasche. Das ist mir doch irgendwie wichtig. Okay. Wir machen jetzt die Tasche noch einmal mit 2 Bögen voll. Einen hatten wir da hinten noch, falls ich ihn schnell wiederfinde und dann holen wir das Auto. Und ich weiß, dass es gerade dumm ist, dass ich meine Holzpfeile mit Metallspitze noch behalte, aber ich war gerade so glücklich darüber, wieder welche gemacht zu haben,
dass ich sie eigentlich aus dem Prinzip behalten möchte. Das ergibt gar keinen Sinn. So. Na? Genau, dich wollte ich haben. Oh, ja gut, ist mal. Den Helm ab. Essen. Wäre gleich komisch. Naja, 66% ist nicht so geil gewesen. Aber so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ist es weg? Oh, gib mir noch einen Bogen. Einen bis zwei kann ich noch transportieren. Oh. Oh, 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 oh. Zu Treppenlauf? Leiterlauf? Ich hoffe nicht. So eine Sporantasche. Das Blöde ist ja jetzt gerade, ich kann nicht runterkommen eigentlich. Und ich kann sie von hier oben eigentlich auch nicht treffen. Ja, geschickt eingefädelt. Aber ich kann jetzt schon sagen, die Strahlenkrankheit haben wir komplett überlebt. Ist doch einmal wichtig wegen einer Wette aus dem Stream. Jetzt wahrscheinlich auch noch mit einer Infizierung, oder? Nee. Schön. Halb so schlimm alles hier. Das Blöde ist jetzt gerade, dass es in die Stabilisierung nur gegangen ist. Heißt unterm Strich, dass ich nicht so viel sprinten darf. Verlaufen in dieser Burg. Oh, na gut. Essen. Dann lassen wir uns gut gehen. Also Weintrauben sind ja wirklich unglaubliche Mengen hier gerade. Naja, unglaubliche Mengen, weiß nicht. Aber es sind gute Mengen. Und das, und 75% Magen auch gefüllt. Oh, schön. Essen. Also hier Essen ist auch 76% steigend. Sehr gut. Hey! Wow, der Dosenöffner. Den habe ich mir auch gekauft schon einen. Na egal. Ja. Ich nehme ihn mal, nehme es mal kurz in die Hände. Und ich muss jetzt mal einen Weg hier wieder rausfinden. Da ist eine Tür.
Da war ich auf jeden Fall schon. Ja, ich kann hier außen rumgehen. Habe ich ja eben auch schon geschafft. Oh. Wir sind vorne. Toll. Geiles Auto! Oh. Ah, ich muss ein bisschen besser auf dich aufpassen, Jane. Nur weil Grace nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass du unverwundbar bist. Also wir holen jetzt das Auto. Wir laufen schon direkt drauf zu. Fahren hoch, lassen Motor laufen, packen die ganzen Bögen ein, wenn sie nicht despawned sind. Das kann immer noch passieren. Fahren zum Händler weiter. Hoffen, dass wir stinkreich werden. Und machen dann irgendwas mit. Das nächste irgendwie. Ja, es gibt einen Schrottplatz, den wir anfahren könnten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Weil ich brauche ja nur eine Lichtmaschine oder halt einen Haufen Reifen. Dürfte ich beides an einem Schrottplatz kriegen. So. Slightly warm. Yep. Warte mal, bis wir oben sind, dann wird es wieder kalt. Oder die Strumpfhose macht's. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich wieder sowas, so eine Art Unterwäsche anhabe. Shift F. Ist gut, frei. Frei genug. Jo. Das ist nicht wahr. Ich glaube, die kriegen ja auch noch daneben. Also da drüber. Ist das gut? Komm, Schwerter. Was? Wie, die passen nicht mehr. Das finde ich jetzt unhöflich. Siehst du? Passt doch. Oh. Das war dich hier löschen, ne? Wie? Destroy, so. Okay. Auf zum Händler. Auf zum Händler. Ist auch nicht so weit weg eigentlich. Vielleicht, ja, wir müssen wieder über die Brücke rüber natürlich, ne? Aber sonst haben wir eine Ortschaft gelootet. Ja. Okay. Haben wir Ortschaft gelootet, haben eine Burg besucht, haben einen coolen Scheiß mitgenommen. Werden beim Händler jetzt hoffentlich stinkreich. Bin ich. Sind wir zu schlauer als vorher.
Und mindestens für eine neue Batterie, damit wir besser vorankommen, sollte es reichen. Also ich finde, der Schrottplatz wäre übrigens wirklich ein guter Spot, den wir anfahren könnten. Der ist in etwa da, wo auch das Krankenhaus ist, wo wir im Stream waren. Ich kann das gleich mal auf der Map einmal präsentieren und zeigen. Aber erstmal fahren wir mal hinterher. Wir haben jetzt auf unseren kleinen Strecken hier oben unseren Tank schon so leer gerollt. Wow. Oh, irgendwo müsste es gleich links abgehen zum Händler. Gut, der Fahrstil geht gerade gut auf die Gesundheit vom Fahrzeug. Also wir sehen schon Biken runtergehen, aber finde ich noch nicht so schlimm. Da vorne ist die Brücke doch. So. Outpost C2. Hey, ja. Wow, ich hab die Dinger fast nicht gesehen. Sind verschmolzen mit der Identität der Brücke. Oh, so, so, so. Ah, Marie. Ja, geh auch dahin. Ich mach Motor aus. Weiß nicht, wie lange wir hier brauchen. Geht das nicht, oder muss ich das? Geht nicht, was? Stay safe. Hi. Ich habe Dinge. Nee. Wir reden mal kurz nur über die Sachen, die ich jetzt im Inventar habe. Du hättest gerne diese Munition. Nobody cares. Die Bolzen geben auch 0? Wow. Hier, den Revolver nimmst du? Oh, Revolver aber auch irgendwie... Hätte ich auch Bock, mit Revolver zu spielen.
Oh, pinkeln? Pinkeln. Das ist eine Toilette, oder? Nee, doch nicht. Das ist schlimm. Ich hasse es, wenn ich nicht auf Toilette gehen kann, aber... die geben mir hier keine Toilette beim Händler. Oder ich weiß einfach nicht, wo sie ist. Das kann auch sein. Oh, wir sind bei 40 Minuten. Wieso geht das immer so schnell? I'm feeling pretty hot. Ja, entweder ist es das Feuer oder tatsächlich gerade Wetter. Oh. Inventar. Dann machen wir doch mal so. Oh, Guns, come on, 120 nur? Security reasons, obviously. Oh. Oh. Gut. That thing registered. Nobody cares. Ich werde nicht stinkreich. Schade. Aber ein bisschen Kleingeld, das ist doch auch was. Zack, zack. Security reasons. That thing registered. Bitte schön. Kidding. Nobody cares. Und ich lasse mich gerade im Bar auszahlen, kann das sein? Wow. Bank. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Farewell. Noch was bei, was als Waffe durchgehen kann? Ich habe doch einiges an Munition gefunden, deiner Polizei. Wo ist die? Hier, Magazine, genau. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Schlüsselkarte zu Geld machen kann. What's up? Guns come unloaded. Oh, wow, das Schwert bringt fast nichts. Die Dinger bringen fast nichts. Ja, du bringst ein bisschen was. Ja, läuft nicht so gut, wie ich es gehofft habe. Die Karte will er nicht. Die hier aber? That thing registered. Auf die Bank. Nobody cares. Ich packe aber meine Pfeile jetzt mal weg hier. Natürlich erstmal nur in die Kiste. Tauschus ging hier so 12 Carbon-Pfeile. Freue mich darüber wie Sau. Und packe auch die anderen Pfeile einmal weg, genauso wie die Bolzen. Die Villa, dafür kriege ich nicht mal Geld. Das ist eigentlich die größte Enttäuschung hier. So, wenn ich was bei dir kaufen wollen würde. Bögen. Ich krieg nur 200 dafür, wenn... Wow. Compound-Bogen. Ja. Oh, Carbon-Pfeile sind sogar die ganz guten. Oh, schön. Schön. Werkzeuge, Charms. Was hast du sonstig? Nö. Essen? Ah, du hast die MAs. Was zeige ich mal kurz mit Bar? Gib mir mal einen Cheeseburger. Komm, wir nehmen einmal alles.
lassen es uns gut gehen. Danke dir, war nett mit dir. Farewell. Hier müsste ich jetzt beim sonstiges Händler noch vorbeifahren. Ich habe hier noch so viele komische Sachen. Warte mal, hier ist noch eine Axt. Die recht speziell aussah. Das stimmt. Ich habe mir auch Tools mitgenommen. Okay, ein paar Kleinigkeiten nehme ich mir nochmal raus. Stimmt, das Ding, wo ich nicht mal weiß, was es ist. Ja. Stimmt. Mehr komische Sachen. Okay. Ich schau mal ganz kurz, ob er jetzt noch was von den Kleinigkeiten haben will. Das geht ja eh hier. 200. 400. Ah, das ist doch was. Ja, die kannst du auch haben. Und zwar hätte ich das jetzt gerne auf der Bank. Kidding. Nobody cares. Beim guten alten Nico und ich bin gleich einfach nochmal eine neue Autobatterie. Und eigentlich auch noch ein Benzinkanister, aber warum nicht, ne? Prices are not negotiable. Ach so, fair. If you want me to buy that, ja, ja, hier. Warte mal. 104, wow, mehr nicht. Verkaufen auf die Bank. Wir kommen wieder. General Goods. Es ist einfach so gemütlich und geil. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Ein schönes Küchenmesser. Oh, gar nicht schlecht. 286. 458. Ja gut, 39 für den Spaten lohnt sich nicht. Egal. Hast du noch eine Sporantasche? Kaufen, bitte auf die Bank. Sell. Warte mal. Nein. Gib dir doch meine Schuhe nicht gratis. Ich hab's gesagt. No, Leute. Either buy or get lost. Prices Handel. Are not negotiable. Sonstig. Kraftstoff. 1. Warte, primär mit Bargeld zu bezahlen. Und dann noch eine Autobatterie. Gut. Jetzt spart, dass da einfach reinpasst. Danke. Gut. Wir sind soweit fertig. Ich habe noch mal eine Batterie für ein paar Startvorgänge. Ein Spee. Ich habe noch mal einen Kanister jetzt. Ist doch alles super entspannt gelaufen. Dann würde ich einmal sagen, machen wir uns so eigentlich auch schon auf in die große weite Welt. Ich würde Richtung Schrottplatz versuchen zu kommen tatsächlich. Weiß jetzt nicht, ob ich mich zwischendurch nicht wieder von allen möglichen anderen Sachen ablenken lasse, aber grundsätzlich wäre das jetzt erstmal der Plan. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle auch nichts, was dagegen spricht. Und würde mal sagen, soweit machen wir das beim nächsten Mal. Oh!
Regulärer Startvorgang. Okay, das macht's nicht geiler. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.